Hallo, in diesem Video soll es um die Permutation und die Kombination gehen. Ich habe das Ganze versucht als Einsteigervideo zu machen, krieg's aber nicht hin, deswegen ist das mehr so als Hilfsvideo gedacht. Wenn ihr irgendwie die Erklärung schon mal gehört habt, aber ihr steigt da noch nicht so ganz durch, kommt da noch so ein bisschen durcheinander, dann guckt euch das an, ist vielleicht das Richtige für euch. Am Anfang sage ich direkt dazu, wir wollen uns merken, dass eine Kombination keine Kombination ist. Falls euer Lehrer das noch nicht gesagt hat, dann sag ich euch das jetzt, Deutsch schwer. Und wir starten einfach mal direkt durch. So, Kombinationen kennen wir bereits alle. Wir haben hier ein Schloss und wir geben hier die richtige Kombination an Zahlen ein und dann öffnet sich das hier oder hier. Oder wir haben vielleicht auch einen Tresor oder, ja, wir nehmen mal hier den neumodischen, wie so eine Telefonnummer. Wir geben also hier die richtige Nummer, die richtige Kombination an Zahlen ein und wenn die Kombination stimmt, dann können wir den Safe öffnen. Und wir haben gerade gelernt, eine Kombination ist keine Kombination. Und dementsprechend ist das hier auch alles keine Kombination. Wenn euer Lehrer euch nicht darauf aufmerksam gemacht hat, man gibt hier keine Kombination an Zahlen ein. Und man muss auch hier nicht die richtige Kombination an Ziffern kriegen. Es geht immer um die Permutation. Man muss die richtige Permutation an Ziffern eingeben und die richtige Permutation an Zahlen. Was ist der Unterschied? Das eine hat eine Reihenfolge, das andere nicht. Aber wir gehen da jetzt mal mehr drauf ein. Also ihr kennt das Typische, wir haben hier irgendwie, weiß nicht, ich sag mal, wir haben, wir haben nur drei Zahlen in unserem Sack. So, und wir ziehen da jetzt Zahlen Stück für Stück raus und wir machen das mehrmals. Wir ziehen einmal die 1 raus, wir ziehen einmal die 3 raus und dann ziehen wir die 2 raus. Wir machen das Ganze ohne zurücklegen. Und dann machen wir den Test nochmal und ziehen zufällig zuerst die 3 raus und dann die 2 und dann die 1. Und das reicht uns schon als Beispiel. Das Ding hier, das hat ja eine Reihenfolge. Also erst haben wir die 1 gezogen, dann haben wir die 3 gezogen, dann haben wir die 2 gezogen. Das Ding hier ist eine Permutation. Und das Ding hier unten ist auch eine Permutation. Und jetzt wichtig, das beides zusammen ist aber eine Kombination. Okay, was bedeutet das für uns? Das heißt, die Permutation hat eine Reihenfolge. Und die Kombination, da ist die Reihenfolge egal. Das bedeutet, dass wenn wir erst die 1 ziehen, dann die 3 und dann die 2, ist das aus Kombinationssicht dasselbe, wie wenn wir erst die 3, dann die 2, dann die 1 ziehen. Das ist, was euer Mathelehrer vermutlich sagt und das ist vermutlich auch, was euer Mathebuch sagt. Aber ich finde für mich persönlich dieses Aufschreiben in einer Reihe und dann zu denken, das ist ja dasselbe wie das, das ist ein bisschen schwierig für mich zu verstehen. Ich stelle mir die Kombination als ja eine Menge oder einen Sack wieder vor. Wir haben hier unseren Kombinationssack sozusagen und wir machen mal 2 Kombinationssäcke am besten oder 3. Und wir ziehen mal jetzt nur noch 2 Zahlen. Wir holen uns hier einmal die 1 raus und dann holen wir uns hier einmal die 2 raus. In unserem das war eine gute 2, oder? So, und dann legen wir alles wieder zurück und wir machen das Ganze nochmal und wir ziehen zuerst die 3 raus und dann ziehen wir die 1 raus und tun sie in diesen Sack. Und dann ziehen wir die 3 raus und ziehen die 1 raus und tun sie jeweils wieder in diesen Sack. Okay, Entschuldigung, das letzte machen wir nochmal. Wir ziehen erst die 1 raus und dann ziehen wir die 3 raus. Das Besondere an diesen Säcken hier ist, wenn wir was gezogen haben und in die Säcke gepackt haben, dann wissen wir ja gar nicht mehr nachher, was wir zuerst gezogen haben. Ich habe das jetzt natürlich von links nach rechts gemalt, gezeichnet. Aber wenn wir da jetzt 100 Ziffern drin haben, wenn wir da 100 rote, grüne, blaue Bälle drin haben, dann wissen wir die Reihenfolge nicht mehr, sondern dann ist für uns nur noch entscheidend, wie viele Dreien sind drin, wie viele Einsen sind drin, wie viele Zweien sind drin. Wir haben also faktisch keine Reihenfolge, weil wir es halt auch nicht in der Reihenfolge so zum Beispiel oder so aufgeschrieben haben. Übrigens, genau wie bei einer Menge. Wenn ihr eine Menge habt, wir machen das mal weg. So, wenn wir eine Menge haben, dann schreiben wir auch 2, 1, 3 zum Beispiel in die Menge rein. Und bei der Menge sagt man ja auch, die hat ja keine Reihenfolge. Das ist ja egal, wie die sind. Und das ist genau dasselbe wie mit unserem Sack. Die Menge kann man sich ja auch wie als Sack vorstellen. Und so stelle ich mir die Kombinationen vor. Und die Permutationen, die stelle ich mir als Reihe vor. Weil die hat immer eine Reihenfolge. Eine Reihenfolge, deswegen als Reihe. So, ja. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ich war nicht zu enthusiastisch in Bezug auf meine Vorstellung mit dem Sack und den Kombinationen. Vielleicht hat es ja was gebracht. Wenn ja, wenn nein, ich würde mich über Kommentare freuen, gerade zu diesem Thema, weil es so ein bisschen aus der Hand geschüttelt war und durch die Nase gesprochen. Ja, aber ich will nicht mehr labern. Vielen Dank fürs Schauen.